Stellt euch vor, für heute habe ich die einmalige Gelegenheit, Ludwig van Beethoven beim Unterricht zuhören zu dürfen. Ein schon etwas gereifter Schüler spielt ihm vor. Die Variationen Opus 27 von Anton Webern. Das ist schon was Besonderes, weil das Stück eigentlich erst 109 Jahre nach Beethovens Tod komponiert worden ist. Deswegen ist es schon recht spannend, was der Meister dazu zu sagen hat. Im Augenblick spielt der Schüler ihm gerade den ersten Satz vor. Danach darf ich mich in das Zimmer hineinschleichen. Und wenn Sie wollen, kommen Sie doch mit. Nun, harmonisch ist mir diese Musik von Anton Webern doch etwas fremd und wirkt auf mich etwas futuristisch. Gleichwohl scheinen mir Deklamation und Ausdruck sehr vertraut. Die Polyphonie ist in der Tat neuartig und originell, aber nicht unsympathisch. Lassen Sie mich mal die Noten anschauen. Okay. Oh, da steht aber wenig drinnen. Aber wozu auch? Wenn Sie den Charakter haben, haben Sie auch den Rest. Ich war da zu meiner Zeit misstrauischer und habe möglichst viel hineingeschrieben an feiner Dynamik, Akzentuierung und Artikulation. Aber ich glaube, wenn ich die Noten länger anschaue, dass da doch viel mehr drin steht, als es zunächst den Anschein hat. Fangen wir gleich ganz vorne an. Was spielen Sie denn da für einen 3/16-Takt zu Beginn? Ich selber habe nur selten davon Gebrauch gemacht, Balken über den Taktstrich zu setzen. Hin und wieder kommt es aber auch in meinen Werken vor. Hier muss die Gruppierung stärker sein als das Metrum. Sehen Sie sich einmal meine Sonate Opus 10 Nummer 3 an, und zwar den Schlusssatz. Balken über dem Taktstrich bedeuten eigentlich ein eigenes Metrum. Der Taktstrich ist aufgehoben. Die mit Balken verbundene Gruppe schafft sich ihr eigenes Metrum. Sie können das auch in meiner großen Fuge sehen, wo hier diese eine Stimme zum Beispiel die einfach ein verschobenes Metrum hat, angezeigt durch den Balken über den Taktstrich. Und glauben Sie mir, ich hätte mir noch nicht die Mühe gemacht, einen Unterschied zu beachten, ob einzelne Klänge durch Pausen getrennt sind mit und Fähnchennoten oder ob sie mit einem Balken verbunden sind. Sehen Sie mal hier den Variationensatz meiner Kreuzersonate. Lassen Sie sich mal etwas einfallen, wie Sie diese Unterscheidung sinnvoll werden lassen. Das gibt es natürlich auch in meinen Diabelli-Variationen, bei der Variation 2, Balken, Fähnchen, 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 Balken, Fähnchen, hier Balken, Fähnchen. Ja, für alles müssen Sie einen Sinn finden. Ja, Sie sollen diese Gruppierung sinnvoll werden lassen. Sie fragen, was hier sinnvoll bedeuten soll. Naja, legen Sie doch einfach einen Text darunter. Zwei Worte für zwei Klänge? Natürlich nicht, denn sonst wäre ja nicht ein einziger Balken darüber, auch wenn Pausen dazwischen sind. Schauen Sie mal in die Partitur oder den Klavierauszug meines Fidelio. Dort finden Sie eine solche pausendurchsetzte Art der Rede. In Ruhe still. Häuslichkeit. Sie merken, das Wort hat zwei Silben, aber es ist eine Pause dazwischen. Im Fidelio habe ich es nicht mit Balken notiert, weil es nicht üblich ist, verschiedene Silben mit Balken zu verbinden. Aber im Grunde passiert hier dasselbe. Das Wort verbindet die beiden Noten. Gibt es natürlich auch in Liederzyklen, zum Beispiel An die ferne Geliebte. Leichte Segler in den Höhen und du Bächlein klein und schmal. Machen wir mal die Probe bei dieser Musik Weberns. Zum Beispiel die erste Figur
Blumen. Und die zweite, Gezweig. Und wenn Sie das so spielen, dann fängt es an zu sprechen. Jetzt wird es sinnvoll. Versuchen Sie es mal mit anderen Worten. Komm doch zu dir, Blumen, Gezweig, Gezweig, Blumen. Komm doch zu dir. Ja, ganz anderer Inhalt, aber musikalisch doch das Gleiche, der gleiche Sinn. Friedrich Silcher hat da etwas Lustiges gemacht. Er hat Klaviermusik von mir Texte unterlegt und das Ganze dann als Lieder herausgegeben. Sehen Sie sich das einmal an. Ich finde, im Detail hat er hier und da geirrt. Aber im Grundsätzlichen hat er das Richtige getan. Ein Text richtig unterlegt und schon haben Sie eine richtige Möglichkeit von Phrasierung. Etwas anderes. Haben Sie nicht ordentlich den Generalbass studiert? Ich muss gestehen, dass ich die Harmonik Weberns zwar nicht ganz nachvollziehen kann. Gleichwohl scheint es mir auch hier schwere und leichte Akkorde zu geben. Ja, auch Vorhalte und ihre Auflösung. Wenn auch beides im Falle dieses Stückes nicht ganz klar voneinander zu unterscheiden sein mag. Lassen Sie mich mal ans Klavier. Hören Sie nicht? Hier gibt es auch leicht und schwer, schwer und leicht, wie in der griechischen Prosodie. Jetzt wird's immer deutlicher. Hier ist ein Komma, hier ist ein Punkt, dort ein Semikolon. Spielen Sie das mal, als wäre es eine Generalbassstimme. Na sehen Sie, das gliedert sich schon ganz anders. Na sehen Sie, das gliedert sich schon ganz anders. Nun blättern wir mal auf die zweite Seite. Was sehe ich da? Sie haben ja ganz anders gespielt. Denken Sie doch an die zweite Bagatelle aus meinem Opus 126. Zwei Hände agieren da und nicht eine. So wie hier. Am Anfang habe ich es sogar noch ein bisschen deutlich gemacht, indem der Endton der Figuren etwas länger ist und überlappt derselben Figur in der anderen Hand. Nachher schließen die beiden Figuren scheinbar, aber eben nur scheinbar aneinander an. Aber immer noch muss man hören, dass hier zwei Hände spielen. Sonst ist die ganze Deklamation kaputt. Also machen Sie den Wechsel von Hand zu Hand unbedingt und machen Sie ihn ja nicht zu perfekt. Sonst hört man ja nicht, dass da zwei Hände ineinander wirken. Beispiel. Falsche Töne stören weniger als eine komplett falsche Deklamation. Verzeihen Sie bitte die Heftigkeit meiner Gemütsbewegung. Aber den Sinn der Sicherheit und Sauberkeit zu opfern, das finde ich doch empörend. Wir sind ja auch als Musizierende keine Maschinen, sondern Menschen. Also, was heißt es, wenn ein Klang nun auf 3 und
kommt und nicht auf drei. Richtig? Zögern. Ja, auch wenn Sie in der Luft zögern, bevor Sie anschlagen, wird man das hören. Der Ausdruck beginnt ja nicht erst auf der Taste. Machen wir nochmal den Versuch mit einem Text. Was würden Sie auf einer 3 und sagen? Probieren wir es aus. Ach. Oh. Also etwas Staunendes, Fragendes. Etwas, worüber Sie sich nicht sicher sind. Ja, genau so soll es klingen. Denken Sie mal an meine Sonate Opus 110. Als würden da ein paar G-Dur-Akkorde so einfach plumps, plumps, plumps aufeinander folgen. Schrecklich. Und wenn das nicht exakt in der Zeit geht, dann kommt es eben ein wenig zu spät. Und dann ist zu spät genau richtig. Jetzt müssten Sie den ersten Satz eigentlich ganz ordentlich deklamieren können. Aber halt, schauen Sie sich bitte noch einmal den Generalbass an. Noch nicht begriffen haben, ist, dass aller Deklamationen, und ich wiederhole, aller Deklamationen, griechische Versfüße zugrunde liegen. Die erste Gruppe von 2/8 spielen Sie ja ganz richtig als Trocheus, aber Sie scheinen den Spondeus des wiederholten A nicht erkannt zu haben. Nehmen Sie sich Zeit für diese 2 A's, dann kann man das Versmaß erkennen. Gut so. Und jetzt hilft Ihnen das Metrum zu erkennen, ob Sie einen Jambus oder einen Trocheus vor sich haben. Besonders der Spondeus, zweimal lang, hat so besondere Wirkung und wird oftmals nicht erkannt. Ich habe ihn häufig angewandt. Wenn Sie etwa in meinen Stücken bei 2 oder mehreren halben Noten ein Forte unter jeder Note sehen, dann können Sie sicher sein, hier sind die Noten von gleichem Gewicht wie beim Spondeus. Das gibt es natürlich auch im Gedicht. Sie kennen sicher Goethes Nachtlied. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Was für eine Kraft liegt in diesem Spondeus? Ist Ruhe. Nicht einmal der große Schubert hat das erkannt. Er hat vertont, über allen Gipfeln ist Ruhe.
Solche Fehler passieren vielleicht jedem einmal. Lassen wir das. Zurück zu Weber. Wozu steht denn hier zweimal dasselbe A, wo doch sonst überhaupt keine unmittelbaren Tonwiederholungen vorkommen? Das muss etwas Besonderes sein. Also muss hier ein Spondeus her. Schwer leicht, schwer schwer, schwer leicht, leicht schwer. Sehen Sie, ohne Fantasie kann man nicht einmal Noten lesen. Vielleicht hätte der Komponist doch etwas mehr notieren sollen. Aber ich muss ja zugeben, dass bis in Ihr Jahrhundert hinein die Leute lesen und untersuchen, was Schindler und Ries, was Czerny und Moscheles über mich und mein Spiel und meine Zusammenarbeit mit Ausführenden geschrieben haben und was ich zu dieser oder jener Sonate gesagt haben soll. Als hätte ich nicht selber schon genug in meine Noten hineingeschrieben. Aber bevor Sie das Sätzchen spielen noch einmal, wie schaut es denn hier mit dem General was aus? Keine Antwort? Lassen Sie mich mal ans Klavier, ich muss das in die Finger kriegen. Ach, alle Töne spiegeln sich an diesem A, dem Spondeus A. Noch ein Grund hier eigentlich zweimal lang zu spielen. Aber so etwas, so eine Spiegelharmonik, habe ich nie gemacht. Da sind die Töne ja nur noch hoch und tief und mehr oder weniger weit voneinander entfernt. Da gibt es keinen Generalbass mehr. Ach, da fällt mir doch etwas ein. Kennen Sie meine große Fuge für Streichquartett? Immer wieder kommt da eine Gruppe von 4 Tönen vor, die man beim Hören auch zuerst nicht zuordnen kann und weiß nicht, zu welcher Tonalität sie gehören. Sie scheinen frei im Raum zu schweben. Merken Sie, dass Sie darunter auch nicht so einfach ohne weiteres Generalbassakkorde setzen könnten? Ach, noch ein Beispiel fällt mir dazu ein. Spielen Sie mal die Adagio-Takte aus meiner Fantasie Opus 77. Da rutschen die Außenstimmen auseinander und die Akkorde ergeben sich aus dieser Bewegung. Schubert hat das offen gestanden noch besser und eindrucksvoller gemacht in seinem Wegweiser aus seiner Winterreise. Ich habe das kurz nach meinem Tod zum ersten Mal gehört. Sehr eindrucksvoll. Nun ja, vielleicht hilft Ihnen das ja, dieses kleine Sätzchen von Webern wirklich zu hören. Und das heißt eben auch, die Töne wirklich zu hören und ihren Zusammenhang zu erfassen. Warum das Ganze eigentlich Variationen heißt. Ah, ich verstehe schon. Der Komponist hatte Sorge, dass man vermuten könne, nichts hinge hier zusammen. Alles sei irgendwie beliebig. Und wenn er nun das Wörtchen Variationen drüber schreibt, dann hört man schon einmal ganz anders, weil man annimmt, dass hier etwas variiert wird. Dass also der Zusammenhang schon durch das Variierte gegeben sein muss. Aber in der Musik wird ja ohnehin immer etwas variiert. Naja, hören wir uns mal den letzten Satz an.
Da schaut der Notentext aber wirklich sehr dünn aus. Die vielen Pausen. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, es gehört doch alles zusammen. Schon im ersten Satz habe ich Ihnen gezeigt, wie man ein einziges Wort sozusagen über eine Pause hinweg spricht. Hier zu Beginn scheint der Komponist diesen Effekt ja auf die Spitze getrieben zu haben. Sehen wir uns mal an, was hier jeweils ein Wort ist. Alle Worte durchkreuzen sich. Zeigen Sie deutlich, was zusammengehört. Da haben wir zwei Töne mit einem Strich darüber. Ich hätte wohl das Wörtchen Tenuto dazu geschrieben. Der erste Ton wird synkopisch angeschlagen. Sie müssen also in der Luft etwas zögern. Der zweite kommt dann auf den guten Takt teil. Das Wort ist zu Ende, mit einer Betonung. Der Legato-Bogen ist, denke ich, völlig klar. Aber spielen Sie den Ton am Ende des Bogens nicht zu kurz. Mozart schrieb ja fast nie einen Punkt am Ende eines Bogens. Denn der Staccato-Punkt bedeutet ja lediglich getrennt. Das bedeutet das Bogenende ja auch. Aber ich sagte ja schon, dass man sich auf die Musizierenden heute nicht mehr verlassen kann und alles genau bezeichnen muss. Ich glaube ehrlich gesagt, dass man spätestens 80 Jahre nach meinem Tod mehr oder weniger vergessen hatte, dass der Punkt nur eine Trennung anzeigt. Diese jungen Komponisten, die heute kaum einmal 130 Jahre alt sind, schreiben den Punkt doch meistens, wenn der Ton wirklich kurz sein soll. Spaßeshalber, fragen Sie mal an einer Musikhochschule irgendwelche Studierenden, was denn Staccato bedeutet. Sie bekommen sicher ganz prompt die Antwort, kurz. Aber zu Ihrer Zeit könnte man ja schon auf so kleinen Geräten nachschauen. Schauen Sie, Sie wissen, so kleine Kästen mit Tasten, auf denen man herumtippen kann und offenbar auch mit Menschen sprechen, die gar nicht da sind. Nun, Sie werden wohl wissen, wovon ich spreche. Also kurz und gut, wenn kein Punkt da steht, spielen Sie bitte nicht kurz. Aber jetzt achten Sie bitte noch mehr auf die unterschiedlichen Stärkegrade. Die helfen ja auch, einen Zusammenhang herzustellen. Ich sehe übrigens mit Freude, dass auch Webern, zumindest in diesem Stück, kein Mezzoforte verwendet. Ich habe das ja auch kaum je getan. Und wenn ich einmal eines hingeschrieben habe, so doch um einen Ausdruck anzuzeigen, nicht einen Stärkegrad. Meine Skala ist wie in diesem Stück.
Pianissimo, Piano, Forte, Fortissimo. Und ganz am Schluss schreibt Webern hier ein einziges PPP. Machen Sie also die Unterschiede zwischen Piano und Forte nicht allzu groß, denn es gehört ja eigentlich kein Stärkegrad dazwischen. Aber achten Sie besonders auf den Unterschied zwischen Piano und Pianissimo. Wie viele Missverständnisse gibt es da nicht bis heute in meinen Kompositionen? Niemand würde bei einem Crescendo von Piano nach Forte das Forte plötzlich wieder leiser spielen als das Ende des Crescendos. Aber wie oft wird das in meiner Musik bei einem Crescendo vom Pianissimo zum Piano gemacht? Erst ein Riesen-Crescendo, dann plötzlich wieder ein ganz leises Piano. Aber lassen wir das. Es geht ja nicht um meine Musik. Ja. Vielen Dank. Danke. Sprechen wir einmal über das Pedal. Herr Webern hat ja im Gegensatz zu mir gar keine Pedalvorschriften eingetragen. Aber das heißt ja nicht, dass Sie keines verwenden dürfen. Ich glaube ja, hier liegt ein ähnliches Missverständnis vor. Bei meinen Werken sagen immer noch manche, das ist Klassik. Nehmen Sie so wenig Pedal wie möglich. Spielen Sie alles ganz gleichmäßig. Bei Mozart ist das noch schlimmer. Ich sage Ihnen ganz daneben. Und ich habe gehört, dass viele bei der Musik Weberns sagen, das ist modern, das ist genau konstruiert. Nehmen Sie so wenig Pedal wie möglich, spielen Sie alles ganz genau im Rhythmus. Was ist das für eine Vorstellung von Genauigkeit? Fasslich und verständlich soll alles sein. Und das ist Genauigkeit. Ich glaube, Webern hat auch immer von der Fasslichkeit gesprochen. Also zurück zum Pedal. Was unter einem Bogen steht, gehört ja zusammen. Versuchen Sie mal, dort Pedal zu nehmen. Dann hört man den Zusammenhang auch besser. Besonders ab Takt 12 scheint mir das eine große Hilfe für die Fasslichkeit zu sein. Hier, ab Takt 23, haben Sie wieder unmittelbare Tonwiederholungen. Wie im zweiten Satz. Und darüber steht auch noch zart. Stellen Sie sich vor, Sie würden ein ganz kleines Vögelchen zart berühren wollen. Ja, der Finger in der Luft weiß schon, wie er das Vögelchen, also die Taste, berühren soll. Spielen Sie die wiederholten Töne auch einmal als Spondeus. Wenn die verschiedenen Gestalten ganz verschieden sind, versteht man die Polyphonie besser. Denken Sie mal an die Anmerkungen, die ich Anton Schindler gegeben habe in Bezug auf die Etüden Kramers, ein trefflicher Komponist übrigens. Alles, was ich Schindler da gesagt habe, soll der Fasslichkeit, der Verständlichkeit dienen. Und das Höchste ist dann die Verständlichkeit der Polyphonie. Wunderbar, wenn das gelingt. Und hier scheint ja auch alles irgendwie gleichzeitig zu sein, also polyphon. Nun versuchen Sie es. Spondeus bei den Tonwiederholungen und alle Anschläge in der Luft schon vorbereiten als zarte Berührung. Los geht's. Spielen Sie gleich weiter. Moment, so geht das nicht. Diese kleinen Zweierbindungen sollten Sie eigentlich aus meiner Musik kennen. Denken Sie mal an den Kopfsatz meiner Sonate Opus 31.2. Lassen Sie mich mal ans Klavier. Diese kleinen Zweiergruppen sind Gesten, sind eine einzige Silbe, sind ein Tonfall. Janacek hat so etwas auch gemacht. Er hat alles aus Tonfall komponiert. Auch von ihm können Sie etwas lernen über mich, aber offensichtlich auch über Webern. Also zurück zu Webern. Spielen Sie einmal diese Zweiergruppen, als wären sie nur ein einziger Klang, wie eine einzelne Silbe. Zum Beispiel Nein, Nein oder umgekehrt Was, Was. Was?
Probieren Sie es aus. Stopp! Sehen Sie nicht, dass da immer wieder einzelne Töne übrig bleiben? Sie finden diesen Effekt bei mir recht oft, beispielsweise, wenn auch versteckt, am Beginn meiner Klaviersonate Opus 54. Auch dieses Übrigbleiben ist ein Ausdruck. Da bleibt ein Ton alleine, einsam, er vereinsamt, dann erlischt er. Alles ist Ausdruck. Zum Beispiel. Merken Sie sich das gut. Aber was sehe ich hier auf der neuen Seite? Ein Accelerando über die Pause. Das ist lustig. Aber eigentlich ist es klar, wie viele Fehler werden gemacht, wenn man beim Spielen nicht bedenkt, dass die Zuhörer eine Bewegung fortsetzen innerlich. Sehen Sie sich mal meine Sonate für Klavier und Violoncello Opus 102 Nummer 1 an. Da ist ein Rallentando, dann kommt eine Pause. Und in dieser Pause muss das Rallentando weiterwirken. Sonst kommt die nächste 1 zu früh. Nun, hier ist es umgekehrt. Also eigentlich ganz logisch. Webern rechnet aber nur teilweise mit der Klugheit seiner Zeitgenossen. Deswegen schreibt er das Accelerando über die Pause. Ich hoffe, Sie sind nun schon im 21. Jahrhundert etwas klüger geworden, oder? Und hier schreibt der Komponist bewegt, beziehungsweise doch bewegt. Janáček hätte con moto geschrieben, also mit innerer Bewegtheit. Bei mir hätte das vielleicht con brio geheißen. Also stürmen Sie los. Und dann kommt auch noch ein molto fortissimo hier. Manche meiner Zeitgenossen störten sich ja daran, dass ich nicht sauber spielte. Aber nur sauber spielen ist für mich wie nuscheln. Man achtet auf die Sauberkeit und vergisst, was man eigentlich zu sagen hat. Ich will die Musik nicht nur mit meinem Trommelfell hören. Sie wissen ja, dass ich da auch meine Schwierigkeiten habe mit meiner Harthörigkeit. Ich will die Musik auch an meinem Leib spüren. Also stürmen Sie los, machen Sie die Grenzen des Klaviers spürbar. Konsonanten sind die Kanten unserer Sprache. An ihnen stößt man sich, aber ohne sie lallt man nur. Also mutig, mutig. Meiner Klaviersonate Opus 101 und noch extremer im Übergang zur letzten Fuge in der Sonate Opus 110. Wir hatten das vorhin schon in Bezug auf den ersten Satz. Genauigkeit führt hier nicht zur Erfüllung dessen, was in den Noten steht. Sie haben ja neuerdings solche Geräte, wie heißen sie gleich? Der Name erinnert mich an eine Figur aus Mozarts Don Giovanni, den Komtur. Komtuter oder so ähnlich. Also, wenn Sie diesen Rhythmus einem Komtuter zu spielen gäben, würde dieser Komtuter diesen Rhythmus nicht nur allzu gerade, sondern grundsätzlich falsch spielen. Grundsätzlich falsch! Dieser Rhythmus besteht nämlich aus der Bewegung in der Luft und einer Berührung der Taste. Beides zusammen. Sonst ist es einfach falsch. Jetzt erzähle ich Ihnen noch eine Anekdote, die Ihnen zeigen soll, wie wichtig mir das Berühren, das Anfassen ist. Diese Anekdote hat Stravinsky einmal erzählt. Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, woher er sie hat, denn soweit ich mich erinnere, sind wir einander nie persönlich begegnet. Und ich wüsste auch nicht, wer sie aufgeschrieben hat. Hören Sie.
Strawinsky erzählt, dass ich, als ich ganz taub geworden bin, beim Komponieren immer noch am Klavier saß und mir einen Bleistift in den Mund steckte, mit dem ich dann das Notenpult berührte. So konnte ich, wenn ich schon die Töne nicht mehr hören konnte, doch die Schwingungen mit den Lippen spüren. Ich sage Ihnen ganz im Geheimen, Strawinsky konnte das nirgendwo gelesen haben, nach meinem Dafürhalten. Wahrscheinlich hat er es erfunden, aber es ist wahr. Aber bevor Sie jetzt den Schluss spielen, möchte ich Ihnen noch anraten, bevor wir uns wiedersehen, auch in diesem dritten Satz nach dem Generalbass zu suchen. Fassen Sie also alles zusammen, was zu einer harmonischen Einheit gehören kann, und schmecken Sie dann ab, wie diese Einheiten zueinander stehen. Jetzt während des Spielens können Sie diese Zusammenhänge ja immerhin schon versuchen zu erfühlen. Ja, ich denke, Sie haben etwas verstanden und konnten mit meinen Anweisungen etwas anfangen. Aber schauen Sie auch einmal bei Karl Philipp Emanuel Bach vorbei. Er ist sehr freundlich. Ich habe ihn persönlich erst nach unseren Toden kennengelernt. Aber Vorbild war er für mich noch zu Lebzeiten. Und vergessen Sie nicht, auch bei Johannes Brahms einmal anzuklopfen. Wahrscheinlich wird Ihnen die Musik Weberns noch fremder sein als mir. Aber er wird Ihnen einiges zu ihr zu sagen haben. Dann also bis zum nächsten Mal. Bin gespannt, was Sie dann bringen.